Soll ich mich einschüchtern lassen, nicht mehr die Wahrheit zu sagen? Pädagogische Maßnahmen kommen am besten direkt. Also, damit das nicht erst einreißt, gibt es jetzt das Muslime hegen Hass-Video in der Beschwerde-Edition. Aber bevor ich euch das Video in der nicht gekürzten Version zeige, erzähle ich euch kurz, worum es überhaupt geht. Leute, die meine Karriere beenden wollen, sind ja nicht so sonderlich erfolgreich damit. Einer davon war der Samir. Allerdings ging das ein bisschen schief und er hat sich von YouTube zurückgezogen. Das habe ich respektiert und beschlossen, dass ich auch bei den Livestream-Ausschnitten sein Gesicht nicht zeige. Auf den Folien, na gut, da ist halt mal sein Name drauf. Aber das habe ich ihm sogar in einer Mail extra nochmal geschrieben, wie ich das gedenke zu handhaben. Einige Videos, wo er direkt vorkommt, habe ich zwar schon geschnitten, aber beschlossen, sie trotzdem nicht zu veröffentlichen. Andere, wie das Muslime hegen Hass-Video hier, habe ich eingekürzt, indem ich Samir rausgeschnitten habe. Weil, nochmal, ich finde, das muss man auch respektieren, dass er Abstand will. Die anderen Dawa-Propaganda-Kanäle schaffen es nicht, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. So weit, so friedlich. Und dann meint einer, er muss eine Beschwerde gegen das Muslime hegen Hass-Video einreichen. Wegen Hate Speech. Sowas macht Arbeit und nervt. Man darf dann eine Woche lang nicht mehr posten und so weiter. Und das hat eine halbe Stunde oder so gebraucht, bis die Beschwerde geprüft und als der Blödsinn erkannt worden ist, der sie ist. Und die Verwarnung aufgehoben wurde. Und damit sich sowas keiner angewöhnt, gibt es jetzt hier das erweiterte Video. Diesmal mit dem nötigen Kontext, um noch besser zu verstehen, worum es überhaupt ging. Nämlich, dass der Samir einfach einen Koranvers liest, in dem vom Hass geredet wird, den Muslime hegen, und so tut, als wäre das normal. Das mit dem Hass hegen sagt nicht ich, das sagt der Allah. Was übrigens auch gleich zeigt, von wem hier Hate Speech ausgeht. Und dass dieser Koranvers Hate Speech ist, hat anscheinend ja sogar YouTube erkannt. Und auch der Moslem, der die Beschwerde eingereicht hat. Nur war es eben allzu offensichtlich, dass ich da überhaupt nicht dafür bin, sondern dass gerade bloßstelle, was der Allah, der Muslime, da eigentlich sagt. Ein bisschen leid tut es mir natürlich für den Samir. Ich bin mir relativ sicher, dass er nicht selber dahinter steckt. Das wäre ja, naja, alles andere als schlau. Aber hier zum Abgewöhnen für die Muslime, die zu YouTube als zu ihrem Wali-Schutzherrn rennen, hier das nicht gekürzte Video. Viel ach so wünsche ich mit Allahs von YouTube bestätigtem Hate Speech Vers. Oder beispielsweise in Sure 5 Vers 8, dort heißt es: O die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher, und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Die Muslime hegen Hass. Passt mal auf, der Samir, der zitiert da folgenden Vers. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt. Und geht dann aber weiter, aber überspringt diese Aussage, als wäre es normal. Ich finde das überhaupt nicht normal. Der Koran akzeptiert einfach, dass die Muslime in sich Hass hegen. Boah. Jesus sagt, liebe sogar deine Feinde. Aber ja, ist okay, ihr habt jetzt Hass in euch, ne? macht doch nicht so allzu schlechte Sachen, aber ihr hegt Hass in euch und es wird nicht beanstandet. Was ist das für ein Gott, der sagt, ja okay, ihr habt halt Hass in euch und ihr hegt den. Hegen und pflegen. Ne? Was ist das für ein Gott? Und der Samir liest das einfach so. Und er könnte ja auch sagen, boah, von wegen Hass, ich habe ja keinen Hass. Sagt er nicht. Sondern der zitiert einfach, als wäre es für ihn normal, dass Hass in ihm ist.
Also, er begehrt nicht dagegen auf, will ich damit sagen. Das finde ich schwierig. Ich zeige dir mal, wie der echte Gott das macht. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ist gesagt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Lieber Samia, herzliche Einladung zum echten Gott, der nicht will, dass du Hass in dir hegst, sondern der will, dass du sogar für deine Feinde betest. Das machen wir auch. Für die beten selbst. Wenn ihr uns als Feinde seht, wir beten trotzdem für euch. Okay? Herzliche Einladung. Du bist sehr herzlich eingeladen zu Jesus, zu dem guten Herrn. Und vielen Dank nochmal für den guten Tipp. Wenn ihr wegen einem Video Beschwerde einreicht, weiß ich, was ihr hören wollt.